Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch das AirTag Wallet von Gento vor. Wie immer findet ihr den Link zum Portemonnaie in der Videobeschreibung. Schauen wir uns das gute Teil jetzt etwas genauer an. Das Smart Wallet bietet Platz für bis zu 9 Karten. Es besitzt ein Münzfach und ein großes Geldscheinfach und hat einen integrierten AirTag-Halter. Auf der Vorderseite finden wir, wie schon eben gerade erwähnt, den AirTag-Halter. Wenn wir das Portemonnaie öffnen, finden wir im Inneren drei Kartenfächer. Außerdem hat es ein ziemlich großes Geldscheinfach, was ich persönlich sehr gut finde. Im Geldscheinfach befindet sich auch die integrierte Halterung für den AirTag. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Auf der Rückseite des Wallets befindet sich das Münzfach mit Reißverschluss. Dann haben wir noch ein Aluminium-Case mit einer Push-Air-Funktion. Und zu guter Letzt hat das ganze Portemonnaie noch einen kompletten Wurfschutz. Kommen wir nun zum Handling des Portemonnaies. Wir fangen mit dem AirTag an. Dieser wird einfach im Geldscheinfach in den integrierten Halter eingeschoben. Der AirTag lässt sich leicht einschieben und sitzt zudem bombenfest. Wie man sehen kann, ist die Halterung exakt maßgeschneidert dafür. Da das Geldscheinfach schön groß ist, passen auch ausreichend Geldscheine hinein. Also ich würde mal sagen, 10 bis 20 Stück stellen absolut kein Problem dar. Die Karten im Inneren lassen sich wunderbar einschieben. Alle drei Kartenfächer sind groß genug, sodass man die Karten schön leicht einschieben kann. Als besonderes Highlight hat es noch ein Kartenfach mit Sichtfenster. Der Knopfdruckverschluss erscheint mir sehr hochwertig und lässt sich schön leicht verschließen. Der Reißverschluss auf der Rückseite des Portemonnaies lässt sich schön leicht öffnen. Im Münzfach finden ca. 4 bis 5 Münzen Platz. In meinem Fall habe ich jetzt hier, wie ihr sehen könnt, 4 Münzen eingelegt. Und das Münzfach lässt sich immer noch schön leicht schließen. Die Verarbeitung des Portemonnaies ist sehr hochwertig. Kommen wir nun zum Aluminium Case. In dieses passen bis zu 6 Karten. Die Karten lassen sich sehr leicht einschieben und sitzen zudem schön fest. Obwohl das Münzfach so klein ist, kommt man gut an die einzelnen Münzen heran. Bei der Größe des Münzfaches ist es nicht immer eine Selbstverständlichkeit, aber hier stellt es kein Problem dar. Im Inneren ist alles schnell griffbereit. Egal ob die einzelnen Karten oder die Geldscheine. Alles lässt sich schnell und einfach entnehmen. Um die Karten aus dem Hauptkartenfach zu entnehmen, einfach den dafür vorgesehenen Push-Air-Mechanismus bedienen. Die Karten kommen leicht rausgesprungen und können gut entnommen werden. Egal welche Karte man gerade braucht, man hat immer einen schnellen Zugriff auf alle Karten. Kommen wir nun zum Fazit. Das AirTag Wallet von Gento ist sehr schön verarbeitet und absolut funktional. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Kanal.